sag mal, wir wollen ja keinen Kaffee mehr trinken. Also ich jedenfalls will keinen Kaffee mehr trinken, weil ich habe jetzt schon so viel Kaffee getrunken bei diesen auf einen Kaffee mit Sachen. Du hast eine Club Mate, das finde ich ja wirklich abgefahren. Ja, trinke ich immer. Wirklich? Ich trinke auch keinen Kaffee. Darf ich mal probieren? Ja, aber den meisten schmeckt das nicht. Okay. Ich hatte das neulich bei meiner Stadtfraktion. Da haben die älteren Herren auch mal probieren wollen, weil wir Jungen das immer trinken. Ja. Und die fanden das alle eklig. Stopp! Und ich finde es toll, aber muss ich dran gewöhnen. Ich trinke auch nur Tee und Club Mate, keinen Kaffee. Und Wasser, ganz viel Wasser. Hier, Wasser. Probier's. Ist ein bisschen bitterlich. Oh, ich habe es mir viel schrecklicher vorgestellt. Ich habe es auch ein bisschen malig gemacht jetzt. Was hast du? Ich habe es jetzt auch ein bisschen malig gemacht. Ich habe dir quasi vorgewarnt. Nee, ist eigentlich okay. Hätte ich dir jetzt erzählt, wie toll es ist, dann wäre wahrscheinlich deine Enttäuschung größer gewesen. Nee, ist ganz lecker. Vielleicht musst du mir was abgeben. Ja, muss ich sagen. Na gut. Okay. Vielleicht werde ich auch noch hip und jung. Hip vielleicht. Ich glaube, wir müssen anfangen, würde ich mal behaupten. Bei mir ist heute auf ein Club Mate René Wilke. René Wilke ist Landtagsabgeordneter für die Linke und ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Warum ich hier diesen Dings da in der Hand habe, weiß ich nicht genau. Aber ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo. Na, was geht in Frankfurt-Oder? Sag mal. Ehrlich gesagt weiß ich nie, was ich auf diese Was-geht-Fragen antworten soll. Nee? Nee. Warum das, nicht? Na, was geht? Was ja, was macht ihr so den ganzen lieben langen Tag? Also ich habe auf Facebook zum Beispiel verfolgt, dass du ein relativ arbeitsintensives Wochenende hinter dir hast und ein Bild ersteigert hast, zum Beispiel. Ist das korrekt? Sind da wirklich Möhren drauf? Auf dem Bild sind tatsächlich Möhren drauf. Und warum ist es quer? Das wurde mir, also ich habe es auch erst hochgehalten und dann runtergehalten. Ich finde, das sah auch gut aus. Ich muss das dann so weglegen. Aber die Künstlerin hat mir gesagt, ich soll es quer halten. Man erkennt es auch daran, dass die Bildunterschrift unten rechts ist. Praktisch. Ja, aber zur Geschichte, es ist so, dass, also wir waren am Wochenende wirklich viel unterwegs. In Frankfurt waren irre viele Veranstaltungen, Tag der offenen Tür bei uns im Kleistforum, so ein großes Kulturhaus. Da war ich schon mal, ja. In der das Konzerthalle. Du warst bei unserem neues Empfang. Genau, dort, ne? Und genau. Ich war auch danach nochmal da. Okay. Und in der Konzerthalle, dann waren viele Infostände, wir haben enorm viele Infostände gemacht. Das ist halt Wahlkampf, gell? Macht ja. Sinn. Und dann waren noch ein paar Kulturveranstaltungen, dann war so ein Trödelmarkt, der recht beliebt ist in der Stadt. Und naja, jedenfalls war viel los und wir waren viel unterwegs. Und auf diesem Tag der offenen Tür vom Kleistforum, da gab es eine Versteigerung von Bildern einer Künstlerin, die aus... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Litauen oder Lettland kommt und hier in Frankfurt jetzt, also nicht hier in Frankfurt, aber in Frankfurt wohnt und an der Akademie der Künste studiert. Okay. Und die hat ihre Bilder gespendet für diese Auktion und das Geld, was dort eingenommen wurde, geht an den Verein Löwenkinder. Und das ist, tatsächlich ein ganz toller Verein, der kümmert sich nämlich um Familien und Kinder, die keine lange Lebenserwartung haben. Und um den Wünsche zu erfüllen und auch den... So löwenstark in dem Sinne? Genau. Ah, okay, cool. Genau. Und ja, um denen zu helfen auf ihren Weg, macht der Verein total tolle ehrenamtliche Arbeit und deswegen haben wir da natürlich gern mitgemacht. Das klingt total großartig. Du hast erzählt, ihr macht jede Menge Infostände zurzeit. Was begegnet dir so? Was sagen die Leute? Wie ist die Stimmung in Frankfurt oben bei euch? Ziemlich offen, muss ich sagen. Ich hatte so einen Eindruck, vor 3 Wochen war es noch schwierig, die Leute zu erreichen, weil der Wahlkampf dann noch weit weg war und die Leute noch nicht so richtig offen waren. Und jetzt ist es aber so, dass die Leute wissen, die müssen sich demnächst entscheiden und deswegen auch zu uns kommen und Fragen stellen, Material haben wollen, sich eine Meinung bilden wollen. Das ist momentan ziemlich cool. Man kommt mit sehr vielen ins Gespräch. Und die Themen sind die uns, glaube ich, allen immer wieder begegnen. Also bei uns natürlich, die Leute sprechen uns an auf unsere Friedenspolitik und bestärken uns darin, daran festzuhalten, weil wir eben immer die einzige Partei sind, die gegen alle Kriegseinsätze gestimmt hat. Und diesen Markenkern sollten wir auf keinen Fall verlieren. Das sagen uns viele. Und soziale Gerechtigkeit, ob nun im Gesundheitssystem, bei der Rente oder eben bei der sozialen Sicherheit im Alltag, bei Arbeitsbedingungen, das ist auch so ein Dauerthema, wo viele uns auch mitgeben, gut, dass es euch gibt, dass ihr euch dafür stark macht, dass ihr da eine Kraft im Bundestag seid, die das immer wieder ansprechen. Und das begegnet uns am häufigsten. Auch sowas wie Mietsituation, Wohnungssituation, solche Themen. Es ist also ein ganz bunter Strauß an Themen, aber auch viele Frankfurter lokale Themen, die eine Rolle spielen, klar. Und
Auch Privates. Also viele fragen mich nach meiner Radtour, die ich jetzt im Sommer gemacht habe und so. Ja, und wir müssen mal ein bisschen spoilern. Also hier steht tatsächlich ein Fahrrad im Übrigen. Und ihr könnt uns Fragen schicken, wenn ihr das wollt. Besser gesagt, einfach unten kommentieren. Wir kriegen die dann immer reingereicht und René muss sie beantworten. Eben, wieso nicht ja, du? Naja, vielleicht, also mich hat noch niemand was gefragt, ehrlich gesagt. Ja, du kannst bestimmt auch gut Fragen machen. Ja, vielleicht, aber hier steht tatsächlich ein Rad. Warum steht denn ein Rad hier in unserem Studio? Ich nenne es jetzt Studio. Eigentlich heißt das Medienlabor. Wenn die Menschen sehen könnten, wo wir hier sind. Ne? Ja, wir sitzen nämlich im Schaufenster im Übrigen. Ja. Genau. Hier draußen laufen die ganze Zeit Menschen entlang und Autos und Fahrräder. Ja, mein Fahrrad ist hier, weil ich immer mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das ist ein Faltrad, das ich immer mitnehme auf meinen Zugfahrten zwischen Frankfurt und Potsdam, von Termin zu Termin. Überall bin ich eigentlich mit dem Fahrrad. Ich fahre nie mit dem Auto, nur ganz selten. Kannst du Auto fahren? Hast du einen Führerschein? Ich selbst kann es nicht. Nein, ich habe keinen Führerschein. Ich bin jemand, der so 100% auf ÖPNV und auf Fahrrad setzt. Okay. Und bisher auch ganz gut damit klarkommt. Und deswegen ist mein Fahrrad auch heute hier dabei, weil es immer dabei ist eigentlich. Okay. Du bist ja auch mit dem Fahrrad nach Venedig gefahren. Habe ich auch auf Facebook verfolgt. Warum hast du das gemacht? Das ist ja schon ein bisschen weit. Also jetzt mal so. Das war mein Urlaub, mein Sommerurlaub. Ja, aber es ist halt weit. Und bergig. Und anstrengend. Und lange. Viele Leute verstehen das nicht so richtig. Ich krieg das schon mit. Das ist... Schön, dass du auf Feedback reagierst. Also für mich ist das tatsächlich die tollste Form der Erholung. Soll ich dir ein bisschen nachschicken? Ja, gern, wenn du so fragst. Es ist nämlich so, ich mache das jedes Jahr, eine große Tour. Wir haben ja eine parlamentarische Sommerpause. Und manche Kollegen machen dann ihre Sommertouren im Wahlkreis. Und da ich aber jeden Tag quasi im Wahlkreis unterwegs bin, habe ich mir gedacht, ich muss gar nicht im Sommer jetzt da extra eine Tour machen, weil ich bin da sowieso eigentlich so gut, das geht immer in Frankfurt, wenn ich nicht gerade hier im Landtag zu tun habe. Und nehme mir dann 3 Wochen Urlaub, das ist dann quasi mein Jahresurlaub. Und dann mache ich eine ganz lange Radtour. Letztes Jahr bin ich durch Skandinavien gefahren, also Dänemark, Schweden, Norwegen. Und davor das Jahr Frankreich, Niederlande, Österreich, Teil von Deutschland. Und dieses Jahr von Frankfurt nach Venedig über die Alpen und dann von Venedig zurück über die Alpen nach Innsbruck. Und das ab Innsbruck waren, dann mit dem Zug. Genau, da war die Zeit dann auch irgendwann vorbei. Und das waren 2000 Kilometer, ungefähr 25.000 Höhenmeter und natürlich sehr qualvoll, aber für mich ist das Erholung pur. Also auch wenn es total anstrengend ist, ist dieses alleine in der Natur mit meinem Fahrrad auf die ganz wesentlichen Dinge beschränkt. Man hat ja nicht viel dabei, man hat seine paar Klamotten, auch wirklich nicht viel, dabei und ist auf das Wesentlichste beschränkt und merkt auch, wie schön das sein kann. Und dann einfach nur Natur, sein eigener Körper und das Fahrrad. Und das ist schon toll und sehr erholsam. Auch mal weg von Menschen und so, das ist ganz gut. Ja. Naja, mit Menschen hast du es ja nicht so, oder wie? Also ich meine, das ist auch als Politiker, also ich habe dich ja auch schon in Frankfurt erlebt. Du wirst total viel angesprochen, entweder auf ganz konkrete Probleme, die jemand jetzt hat, der gerade vorbeikommt und denkt sich, ach, da frage ich mal den Herrn Wilke. Aber auch auf landespolitische Themen oder bundespolitische Themen, egal worauf du angesprochen wirst, du hast immer ein offenes Ohr. Also ist jetzt sozusagen meine Wahrnehmung von außen. Naja, da ist schon die Frage dann, ob es dir dann auch irgendwann mal sozusagen genug ist. Und ist das sowas? Ist das so ein Reduziertsein oder ist das einfach ein cooles Hobby und du machst es einfach total gern und hast aber auch gerne Menschen um dich? Alles davon trifft zu. Oh, cool. Also, es ist ein cooles Hobby. Es macht mir total Spaß. Ich fühle mich sehr wohl auf dem Rad. Und ich bin auch gerne unter Menschen und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter mich ansprechen, wenn sie Probleme und Sorgen haben. Weil es gibt auch ganz viele Politiker, da machen die das schon nicht mehr. Und sagen sich, das bringt eh nichts. Und dass sie mich ansprechen in der Kaufhalle oder wo auch immer man sich gerade trifft, zeigt mir, sie wissen, wenn man mich anspricht, dann versuche ich das auch irgendwie zu beantworten oder dann zu lösen, das Problem. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir ein Riesenproblem in Frankfurt gelöst, Parkraumbewirtschaftungskonzept, so eine große Diskussion. Da ging es darum, dass Anwohner in ihrem unmittelbaren Umfeld nicht mehr parken durften oder pro Stunde eben dann Geld zahlen mussten. Und das geht natürlich nicht. Und das hat, da haben uns viele angesprochen und gesagt, hey, das kann doch so nicht sein. Und wir haben es geändert. In den letzten 2 Wochen haben wir das durch alle Ausschüsse gebracht. Donnerstag geht es durch die Stadtforumversammlung. Wir werden es ändern.
Und das sind so Dinge, wo wir ganz konkret dann auch helfen. Mhm. Und dass die Leute das merken und uns ansprechen, zeigt ja, dass sie das auch sehen, dass es was bringt, mit uns zu reden. Das freut mich. Aber im politischen Alltag hat man ja auch viel mit Menschen zu tun, mit denen man gar nichts zu tun haben will. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also gerade im Landtag, da gibt es ja auch eine Fraktion und so. Oder, ja, genau. Da passieren Dinge, wie beim vorletzten Sitzung oder so, da hat ja der jetzt neue Landesvorsitzende der AfD hat uns zugerufen, wir werden auf euren Gräbern tanzen, mitten in der Landtagsdebatte. Das ist also wirklich irre, was da zum Teil passiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Es passieren natürlich auch ganz viele Dinge im politischen Alltag, wo man dann manchmal auch sagt, jetzt braucht man auch mal ein bisschen Zeit, um runterzukommen, mhm. sich zu besinnen und auch Kraft zu tanken und so. Und da tut auch mal Zeit für sich ganz gut. Und das sind dann immer 3 Wochen im Jahr, mhm. die ich dann für mich habe, um ein bisschen durchzuschnaufen und mich zu besinnen. Stichwort Ansprechbarkeit, ne? Also das hatten wir jetzt ja gerade auch schon. Also sozusagen, du bist präsent viel und tatsächlich auch ansprechbar. Die Leute kommen auch zu dir. Was du auch machst, das verfolge ich auf Facebook, dass du immer so Videotagebuch führst und auch relativ zeitnah und auch relativ umfangreich darüber informierst, was du machst, wo du bist. Auch über Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung zum Beispiel oder auch im Landtag relativ schnell sozusagen transparent machst, wie zum Beispiel dein Abstimmungsverhalten ist oder wie deine Position dazu ist. Das finde ich total gut. Ist das so ein Anliegen von dir, dass du sagst, ich möchte zum einen immer ansprechbar sein und zum anderen möchte ich tatsächlich auch Transparenz darüber herstellen, was ich so mache als Abgeordneter den ganzen Tag oder als Stadtverordneter? Ja, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit umso wichtiger, weil das Vertrauen in Politiker schwindet ja immer mehr. Und da müssen wir natürlich alles für tun, um für Vertrauen auch zu werben. Und was gibt es Besseres als maximale Transparenz? Mhm. Und bei mir auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Homepage kann man im Prinzip, so, also jeder einzelne Termin ist dann auch immer langweilig. Die Leute wollen ja auch kein Tagebuch so hören, aber man kann im Wesentlichen nachverfolgen, was ich den Tag über so mache. Mhm. Heute hat man zum Beispiel lesen können, dass ich um 5.30 Uhr aus dem Bett gegangen bin, dass ich gestern bis 22 Uhr im Ausschuss gesessen habe. Danach musste ich auch noch ein bisschen was machen für den heutigen Tag vorbereiten, ein paar E-Mails abarbeiten, die ich nicht geschafft hatte. Mhm. Die Nacht war also kurz und heute ist auch wieder ein langer Tag und dann Fraktionssitzung und so. Die Leute können also, wenn sie wollen, den Alltag von mir mitverfolgen und auch mitverfolgen, wofür wir uns so einsetzen, was wir tun, Fragen stellen. Ich versuche auch immer auf alles zu antworten. Mhm. Solange es nicht unter der Gürtellinie ist. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, damit die Menschen einfach wissen, was wir tun und mitbekommen, dass wir wirklich den ganzen Tag auch hart für sie arbeiten. Natürlich jetzt nicht alle, aber die allermeisten schon. Und ja, deswegen versuche ich für maximale Transparenz zu sorgen. Das finde ich total gut. Also es ist auch spannend, ne? Also jetzt zum Beispiel auch, weil du hast eine relativ gute Mischung auch immer, finde ich, weil manchmal kann man auch einfach sehen, was du gerade für eine Aussicht hast. So. Ja. Also das ist so nicht nur so Hard Facts und das mache ich den ganzen Tag und im Übrigen war ich noch hier auf einem Termin und hier auf einem Termin, sondern es ist auch immer sehr verknüpft mit dem, was du irgendwie gerade, also ist so mein Eindruck, was du gerade irgendwie siehst, was dir gefällt, was du gut findest. Ja. Also neulich hattest du zum Beispiel unglaublich tolle Fotos, die hätte ich mir am liebsten als Titelbild geklaut für Facebook, von einer Kunstausstellung, auf der du warst. Ja. Ja. Was war denn das für eine Kunstausstellung eigentlich? Wir haben in Frankfurt ganz tolle Museen. Das Museum Junge Kunst hieß es vorher, jetzt ist das Landesmuseum, das fusionierte Cottbus Frankfurt-Oder. Wir haben das Museum Viadrina, wir haben das Kleistmuseum und da finden wirklich ganz tolle Ausstellungen statt. Zum einen Ausstellungen aus dem Fundus von DDR-Kunst, aber eben auch moderne Kunst. Da bekommen auch junge, moderne Künstler, zum Teil auch berühmte Künstler aus der heutigen Zeit, eine Chance, ihre Werke auszustellen und da gibt es oft wirklich sehr anregende, spannende Ausstellungen. Und sowas versuche ich dann auch zu zeigen, dass es eben auch, was es so sehenswert ist in der Region, was man sich vielleicht anschauen kann, wenn man mag. Weil es ist ja so, dass wir das Privileg haben, viel mitzubekommen, was so passiert. Und viele höre ich dann auch, die sagen, Mensch, ist ja gar nichts los. Mhm. Und ich sehe meinen Kalender und denke mir, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, da überall hinzukommen. Und versuche dann auch mit dazu beizutragen, da aufzuklären. Aber das Wesentliche bei Facebook und der Homepage ist für mich, deutlich zu machen, dass all das, was wir den ganzen Tag über tun, eigentlich dazu dient, Entscheidungen vorzubereiten. Weil die Essenz von Politik ist ja Entscheidungen treffen. Mhm. Und jeder Termin, jede Sitzung, auch wenn es jetzt nach außen erstmal langweilig wirkt, da haben die schon wieder 3 Stunden in einer Sitzung gesessen. Und so, dann denken die Menschen, da kommt nichts mehr rum. Aber es
jede einzelne von diesen Sitzungen ist, bis auf wenige Ausnahmen, tatsächlich wichtig, weil es dazu dient, mit Experten zu sprechen, mit Fachleuten zu sprechen, mit Leuten, die andere Meinungen haben, zu sprechen, um am Ende, wenn man dann seine Hand heben muss im Parlament oder im Ausschuss, eine Entscheidung zu treffen, die möglichst ausgewogen ist und wo man sagen kann, ich stehe jetzt dahinter. Meistens ist es so, dass man sich denkt, natürlich gibt es auch gute Gründe, das anders zu tun, aber man muss sich entscheiden und kommt dann zu einer hoffentlich gut abgewogenen Entscheidung. Und diesen Prozess, wie es dahin kommt, dass ich dann eine Entscheidung treffe, wohl wissend, man könnte es auch anders sehen und andere Fakten mit reinspielen lassen. Und diese ganzen Diskussionsprozesse, das versuche ich so ein bisschen transparent zu machen, weil das ist Demokratie. Und wenn die Leute sehen, dass wir diesen Prozess so ernst nehmen und tatsächlich ja auch versuchen, die verschiedensten Seiten einzubeziehen, aber am Ende entscheiden müssen und Entscheidungen treffen wollen, die viele eben nicht treffen wollen, treffen müssen, die viele nicht treffen wollen. Das ist so eine Essenz, die ich versuche auch mit drüber zu bringen. Ja. Hörst du es da draußen? Ja, da murmelt es weh. Ja, irgendwas machen die. Vielleicht trauen sie sich auch nicht rein. Na komm, wir machen einfach weiter. Vielleicht diskutieren sie, wer das Brieftäubchen sein darf. Das kann nämlich auch sein. Für die Fragen, die Kommentare? Ja, ja. Meinst du, es sind Kommentare gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das weiß man ja immer nie. Das ist ja tatsächlich hier, dass man sitzt in diesem Raum und kriegt eigentlich überhaupt nichts mit. Am Anfang habe ich immer noch gedacht, dass das hinhaut, dass man das selber anguckt. Oh nein! Ja, das stimmt natürlich. Jetzt zeigen sie es uns draußen. Genau. Wir sollen darauf hinweisen. Was morgen stattfindet, ist ja, oder? Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und wir hätten es fast vergessen, wenn nicht uns ein Plakat von Gregor Gysi in die Scheibe gehalten worden wäre. Das hätte man niemals vergessen. Stimmt. Natürlich. Morgen Gregor Gysi in Frankfurt-Oder. Ja, und Thomas Nord. Und Thomas du. Nord. Und ich auch, ja. Und die Band Self Control, die man in Frankfurt-Oder mittlerweile ganz gut kennt. Okay. Das sind ganz junge Musikerinnen und die haben einen Bandmanager, den Norbert Leitzke. Und der Name sagt mir was. Der ist in Frankfurt in der Kinder- und Jugendarbeit total aktiv, war der Chef der Kindervereinigung oder ist es noch und ist eigentlich Rentner, macht aber trotzdem seine Arbeit weiter, weil die so wichtig ist. Er engagiert sich total für den Kampf gegen Kinderarmut. Und, wichtiges Thema auch im Bundestagswahlkampf. Absolut. Und darüber hinaus natürlich. Ne? Genau, und wir haben viel mit ihm gemeinsam gemacht. Er war auch in der letzten Legislatur Teil unserer Stadtfraktion. Und Norbert Leitzke managt diese Band ein bisschen und wir werden auch über das Thema sprechen auf der Bühne mit ihm. Und ja, Gregor Gysi kommt, das ist das Wichtigste, das ist das, weswegen die meisten Menschen sicherlich auch hinkommen werden. Und er kommt, also die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit der Band, um 15 Uhr ist der erste Talk mit mir und Norbert Leitzke. Dann wird die Band nochmal spielen, dann wird Thomas Nord in einem Talk sein, unser Bundestagsdirektkandidat, kennen viele Frankfurterinnen und Frankfurter schon. Und danach kommt Gregor Gysi und wird uns in Frankfurt besuchen und eine Rede halten und uns im Wahlkampf unterstützen. Finde ich total toll, weil er kam auch im Landtagswahlkampf schon zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal für uns in Frankfurt, denn die anderen Parteien, die haben das bisher nicht gemacht. Also dass sie irgendwie das Schulz oder Merkel oder so nach Frankfurt gekommen wären, ist völlig ausgeschlossen. In Brandenburg tritt ja Angela Merkel, ist einmal, glaube ich, aufgetreten, aber nicht mal doch in Brandenburg-Havel bei einer Veranstaltung. Jetzt ist Schulz in Potsdam aufgetreten. Ansonsten gab es keine Auftritte von den Spitzenkandidaten und Gregor Gysi ist, keine Ahnung, wie oft in Brandenburg. Er hat da mindestens 5 Auftritte jetzt hier gehabt. Bodo Ramelow war auch hier, der unser Ministerpräsident aus Thüringen. Das zeigt einfach auch, dass auch unser Spitzenpersonal sozusagen, unsere Spitzenkandidaten sich für Brandenburg interessieren. Katja Kipping war letztes Wochenende bei uns, vorletztes Wochenende bei uns in Frankfurt oder zu einer Matinee. Ist jetzt auch am Samstag wieder da. Susanne Hennig-Welso kommt auch am Samstag. Und ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr uns den Gregor Gysi pünktlich losschickt, weil der ist nämlich danach, direkt nach euch, in Potsdam, genau auf dem Keplerplatz. Und davor in Fürstenwalde. Ganz kurz hörte ich. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gespoilert haben oder so. Oh oh. Keine Ahnung. Ich weiß es auch erst seit kurz. Also wenn er pünktlich zu uns kommt, schicken wir ihn pünktlich weiter. Okay, Deal. Aber wenn er nicht pünktlich kommt, dann wollen wir schon ihn voll auskosten. Ja, natürlich. Macht euer Ding da. Macht ihr ja eh. Nee, ich glaube, es ist dann jetzt... Wird man davon wach? Ja, es ist sehr viel Koffein drin, mehr als in Kaffee oder Tee. Ja, okay. War das Gespräch also so einschläfernd? Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern das hat damit was zu tun. Das ist immer mein schlechter Scherz, worin erkennt man, dass Wahlkampf ist. Man ist beim Morgens aufstehen müder als beim Abends ins Bett gehen.
Das ist echt, es sind irgendwie kurze Nächte, Tage mit hoher Schlagzahl. Also es ist jetzt irgendwie tatsächlich richtig krass im Moment in der Wahlfabrik. Es rufen ständig Leute an, wollen wissen zum Beispiel, wer alles auf unserer Landesliste ist, weil sie uns ja wählen wollen und dann wollen sie aber vorher schon mal und nicht erst in der Wahlkabine gucken, wie die Landesliste aussieht und so. Also auch so Fragen, die ich bisher noch gar nicht gehört habe. Also so in vergangenen Wahlkämpfen oder dann muss man nochmal eben kurz erzählen, wie es mit der Erst- und der Zweitstimme aussieht. Man berät irgendwie Leute, die sagen, ich will taktisch wählen, was ja gar nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. Und auch gar nicht so gut geht bei unserem Wahlsystem im Übrigen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass sozusagen es, finde ich, drei gute Gründe gibt, warum man am Sonntag die Erst- und die Zweitstimme der Linken gibt. Der erste Grund ist, dass eine Stimme für die Linke auf jeden Fall keine Stimme für Merkel ist. Sagen wir, sind die einzige Partei, die gesagt hat, wir werden Merkel auf keinen Fall zur Bundeskanzlerin wählen. Ich weiß, dass eine andere Partei das auch noch gesagt hat. Also sozusagen, aber gut, die sind aber genau, genau. Der zweite Grund, vielleicht fällt dir noch einer ein. Warum auf jeden Fall die Linke wählen? Nein, eine Stimme für die Linke ist auf jeden Fall eine für die einzige Partei, die gegen jeden Kriegseinsatz gestimmt hat, die gegen Rüstungsexport und damit auch gegen Fluchtursachen versucht zu agieren und die einzige Partei, die wirklich konsequent sich immer für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die immer bei allen Fragen, wo es auch mal spitz auf Knopf steht, sich sagen, wir müssen zugunsten von gesellschaftlichem sozialen Zusammenhalt agieren. Und das macht keine andere Partei so. Und da könnten wir überleiten zum dritten Punkt. Du hast ja eigentlich jetzt ein paar mehr Gründe genannt, aber wir sagen es jetzt mal als einen. Ja? Der dritte Punkt ist nämlich, dass meine Wahrnehmung gerade in der letzten Woche und in dieser Woche ist, dass es sich unglaublich zuspitzt auf links gegen rechts sozusagen. Und ich glaube, man kann es einfach nicht durchgehen lassen, dass die AfD im Moment, sieht es danach aus, dass sie die Chance hätte, drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu werden. Und das heißt, dass nach über 70 Jahren wieder Nazis im Reichstag sitzen. Das stimmt, ja. Und das, finde ich, müssen wir auch nochmal, glaube ich, jetzt auch in Zukunft die letzten paar Meter nochmal mehr rausstellen. Ja, das ist auch, ich glaube wirklich, dass es, oh, es kommen Fragen. Ich gehe aber, während du die Frage schon mal liest, auf das Thema nochmal ein. was ist los? Was Schlimmes passiert? Okay, also, zur AfD, ne? Ich erlebe die Leute ja bei uns im Landtag und auch in der Stadtforumversammlung in Frankfurt. Da hatten wir mal eine Fraktion, die haben sich gerade aufgespalten. Und ich weiß, dass viele genervt davon sind, naja, ihr haut immer auf die drauf und so. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass viele gar nicht wissen, was das für Leute sind. Ne? Bei uns in der Stadtforumversammlung ist es so, die sind jetzt seit 3 Jahren, genauso wie wir, dort drin. Und ich habe in der ganzen Zeit erlebt, dass sie 2 Anträge gestellt haben. Einer war jetzt... Zwei, ja. Das ist so viel, wie wir in den ersten 2 Tagen gestellt haben. Also das ist ja überhaupt gar keine parlamentarische Arbeit. Das ist ja mal eine krasse inhaltliche Arbeit. In den Ausschüssen sind sie entweder nicht da oder sagen nichts. In der Stadtforumversammlung sagen die in der Regel auch nichts. Schreiben aber irgendwelche Leserbriefe in Zeitungen. Aber ansonsten kommt von denen sozusagen keine Mitarbeit. Und der eine von den beiden Anträgen, der musste sogar zurückgezogen werden, weil der formal so falsch war, dass er gar nicht ins parlamentarische Verfahren konnte. Und der andere ist jetzt in Helmut-Kohl-Platz in Frankfurt-Oder zu benennen. Also wirklich, da kommt sozusagen nichts, was die Leute irgendwie erwartet haben, dass da irgendwie parlamentarische Arbeit passiert. Und im Landtag sind das wirklich schlimme Typen. Also ich habe jetzt vorhin das Zitat ja gesagt mit diesem, wir werden auf euren Gräbern tanzen. Ja. Was muss man für eine Geisteshaltung haben, um so etwas überhaupt zu sagen? Oder neulich haben die beantragt, allgemeinen Waffenbesitz in Brandenburg zu erlauben, so wie in den USA, dass man die Freiheit hat, sich Waffen zu kaufen. Ich will in so einer Gesellschaft nicht leben, wo so etwas möglich ist. Und dafür stehen die aber, steht sogar in deren Programm. Oder als wir bei einer Anhörung, da wollten die in diese parlamentarische Kontrollkommission. Und da wurde einer von denen, der da rein wollte, gefragt auf ein Zitat eines AfD-Menschen, der zu Leuten von uns gesagt hat, wenn wir erstmal in der Macht sind, dann landet ihr wieder in Lagern. Dann wurde er gefragt, ob er sich davon distanzieren würde. Ja, und der hat sich geweigert, sich davon zu distanzieren, bei einer parlamentarischen Anhörung im Landtag. Ich erzähle jetzt vermisst, alles im Protokoll festgehalten, im Hauptausschuss sind diese Dinge passiert. Ich könnte noch unzählige weitere Sachen bringen. Wir sagen, diese ganzen Verharmlosungen, die manche so denken, naja, dann zeigen wir es mal denen da oben oder so.
ich glaube, man zeigt es denen da oben, wenn man das denn tun will, am ehesten, wenn man eine Partei wie die Linke wählt, die sich tatsächlich für eine andere Politik einsetzt und parlamentarische Arbeit macht, die die meisten Anfragen stellt, die meisten Anträge einbringt und wirklich auch für Veränderungen wirkt und immer auch Alternativen aufzeigt und nicht für Leute, die gegen andere Menschen hetzen und wirklich gefährliches Zeug verbreiten und wo auch Leute dabei sind, die einfach als Menschen höchst gefährlich sind. Ich habe Angst davor, wenn diese Menschen zu viel Macht bekommen, was dann passiert in diesem Land. Manche E-Mails, die jetzt veröffentlicht wurden und so, lassen ja darauf hindeuten. Ein Beispiel noch, was mich total aufgeregt hat, jetzt haben die irgendwo in einem anderen Landtag haben die einen Antrag eingebracht, die Gelder für Gedenkstättenarbeit zu streichen und auch die Unterstützung für zum Beispiel KZs, wo Aufarbeitung stattfindet, zu streichen, weil sie sagen, das vermittelt der Jugend, der deutschen Jugend ein falsches Bild über unsere Geschichte. Ist doch irrsinnig, sozusagen zu versuchen, diesen Teil, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, aus dem Bild der Menschen zu streichen. Dieser Teil, der für die ganze Welt eigentlich Mahnung sein muss, dass so etwas nie wieder passieren darf, den wollen die einfach tilgen, weil es nicht schön ist, sozusagen. Okay. Ja, also ich finde das wirklich fatal. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, du hast vollkommen recht, wir müssen auch als Linke genau dazu die Alternative sein. Wir sind diejenigen, die ein humanistisches Weltbild haben und kein menschenfeindliches. Da ist ja bei dir in Frankfurt eine ziemlich spannende Auseinandersetzung, ne? Also sozusagen Gauland kandidiert da. Wir haben mit Thomas Norden einen sehr, sehr guten und sehr, sehr bekannten Kandidaten dort. Und das ist im Moment ja relativ eng. Wenn ich das so richtig aus der Ferne verfolgt habe, dann ist sozusagen wirklich ernsthaft die Frage, wer diesen Wahlkreis gewinnt direkt. Ne? Ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, es ist schon so, dass, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut bei der Kommunalwahl und Landtagswahl, es sein kann, dass die AfD in Frankfurt LOS möglicherweise auch das Direktmandat mit Gauland holt, der ja über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt, über die ganzen Presseauftritte und seine ganzen, naja, ganzen Eskapaden und Fehltritte und so. Der hat sich ja damit auch immer wieder mit den ganzen Provokationen auch bekannt gemacht. Und das wäre, glaube ich, ein ganz furchtbares Signal, wenn aus meiner Heimatstadt, aus unserem Wahlkreis da das Signal ausgeht, wir schicken hier so jemanden direkt in den Bundestag. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren wegen den Inhalten, für die sie stehen, aber auch wegen dem Zeichen, dass das ausmacht. Und ich glaube, es gibt auch keinen Grund, die zu wählen, weil es gibt eben genug politische Alternativen dazu. Und ich höre manchmal so von Leuten am Infostand auch, dass sie sagen, naja, aber es gibt keine Partei, mit der ich zu 100% übereinstimme. Das höre ich ganz oft. Da sage ich mal, das geht mir auch so. Ich stimme doch mit meiner Partei auch nicht zu 100% überein. An guten Tagen vielleicht zu 70-75%. Ja? Und da gibt es auch vieles, wo ich sage, das gleich ist notiert. Anders. Und das ist auch in Ordnung, weil wir sind ja Mitglied einer Partei, um sie ein bisschen mehr so zu machen, wie wir sie gerne hätten. Genau, ja. Und das ist genau die Arbeit, die man da zu machen hat. Es gibt diese 100% nicht. Und manchmal denke ich so, die Leute stellen an uns Politiker und an die Parteien höhere Anforderungen als an die eigene Ehefrau oder den Ehemann. Da ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, wenn der mal eine andere Meinung hat, sagt, na gut, dann war's das jetzt. Aber das erlebe ich ganz oft, dass dann Leute sagen, wie, du hast da anders abgestimmt, als ich das richtig finde, oder hast da eine andere Meinung, dann kann ich dich nicht wählen. Mhm. Ja, es gibt so viele unterschiedliche Themen. Natürlich wird es nie die 100% Übereinstimmung geben. Aber ich glaube, jeder findet eine Partei, wo er sagen kann, also zu mindestens 50-60% finde ich das okay. Und ich finde, zu 50-60% mit jemand anderem übereinzustimmen, das ist schon viel. Ziemlich viel. Mhm. Ne? Und deswegen dieser Anspruch 100%, der ist unrealistisch, den braucht man auch gar nicht. Mhm. Super, vielen Dank. Auf eine Mate mit, sozusagen. Ich löse es noch auf, warum ich so gelacht habe, als ich den Zettel bekommen habe. Da stand nämlich drauf, dass es keine Fragen gibt, aber ganz viele Leute uns Herzchen schicken. Oh, okay. Deswegen, deswegen musste ich lachen. Vielen Dank, dass du hier warst. Das hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu reden. Und ich habe tatsächlich mal Mate probiert, okay. Und musst dabei bleiben? Ab und zu? Ab und zu, ja. Okay. Doch, also es ist zumindest nicht mehr so, dass ich habe immer gedacht, das ist super eklig und das stimmt nicht. Das ist vielen Dank, Schleichwerbung jetzt hier. Vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank, dass du meinen Geschmack erweitert hast. Na denn, mach danke mal los. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ich fahre jetzt wieder nach Frankfurt. Tschüss. Tschüss. Na, und los geht's.